Nieder mit der kommunistischen Partei, skandieren die Menschen. Xi Jinping tritt zurück. Und Lockdown verpiss dich. Bisher war es undenkbar, dass der China-Diktator so scharf kritisiert wird. Erst recht, nachdem er sich im Oktober die absolute Macht in der Partei sichert und sich zum dritten Mal zum Herrscher krönen lässt. Der Protest ist aber auch aus einem anderen Grund historisch. Erstmals haben Chinesen für die vom Regime verfolgte ethnisch-religiöse Minderheit der Uiguren demonstriert. Freiheit für die Provinz Xinjiang fordern Demonstranten auf einer Mahnwache in Shanghai. Viele der 4 Millionen Einwohner von Urumqi dürfen ihre Wohnungen bis zu 100 Tage nicht verlassen. Das Feuer löst eine Welle des zivilen Widerstands aus.